Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Sarah Kirsch bei den Stiefmütterchen. Bei den weißen Stiefmütterchen im Park, wie er's mir auftrug, stehe ich unter der Weide, ungekämmte Alte, blattlos. Siehst du, sagt sie, er kommt nicht. Ach, sage ich, er hat sich den Fuß gebrochen. Eine Grete verschluckt, eine Straße wurde plötzlich verlegt, oder er kann seiner Frau nicht entkommen. Viele Dinge hindern uns Menschen. Die Weide wiegt sich und knarrt. Kann noch sein, er ist schon tot. Sah blass aus, als er dich untern Mantel küsste. Kann sein, Weide, kann sein. So wollen wir hoffen, er liebt mich nicht mehr. Sarah Kirsch wurde am 16. April 1935 geboren. Sie wäre also in wenigen Tagen 84 Jahre alt geworden. Ihr eigentlicher Name lautet Ingrid Hella Irmelinde Bernstein. Den Vornamen Sarah nahm sie in den 60ern an, als aus Protest gegen den Antisemitismus in ihrer Familie, vor allem auch gegen den ihres Vaters. Der Nachname Kirsch kam durch ihre Heirat mit Rainer Kirsch, mit dem sie zwischen 1960 und 1968 verheiratet war. Sarah Kirsch war Zeit ihres Lebens eine politische Frau, eine mutige Frau, die Stellung bezogen hat zu gesellschaftlichen Themen, zu faschistoiden Tendenzen in Deutschland, in unserer Gesellschaft. So hat sie zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz abgelehnt, weil es ihr der damalige Bundespräsident Karl Carstens überreicht hätte, der eine etwas unrühmliche Nazi-Vergangenheit hatte. Dennoch, sie war keine politische Dichterin. Ihre Themen, ihre Lyrikthemen kamen aus dem Bereich der Biologie. Sie hatte auch Biologie studiert zwischen 1954 und 1958 in Halle an der Saale. Und so waren die Themen ihrer Lyrik vor allem Themen aus der Pflanzenwelt, Blumen, Bäume, aber auch Tiere. Sie hatte eine große Liebe zu Katzen und sie war eine genaue Vogelbeobachterin. Geboren war sie im thüringisch-sächsischen Grenzstreifen im Ostharz in einem kleinen Ort Limlingerode. Dort stand das Pfarrhaus ihres Großvaters, der dort seine letzte Amtsstelle hatte. Und er hat Sarah Kirsch auch in der nebenangelegenen Kirche getauft, wo er Pfarrer gewesen ist. Heute befindet sich in dem ehemaligen Pfarrhaus eine Dichterstätte, seit 2002 die Dichterstätte Sarah Kirsch. Aufgewachsen ist Sarah Kirsch in der Nazizeit. Ihre Eltern sind dann 1938 nach Halberstadt umgezogen, wo ihr Vater eine Stellung gefunden hat als Mechaniker. In der Nähe von Halberstadt befand sich das Lager Dora, in dem Häftlinge unterirdisch an den V2-Raketen arbeiten musste, die die Nazis einsetzen wollten. Sarah Kirsch hat die Häftlinge als junges, kleines Kind in der Stadt gesehen. Sie hatten eine gestreifte Kleidung an und so hat man sie Zebras getauft. 1945 überlebte sie einen Bombenangriff mit ihrer Mutter auf offener Straße mit großem Glück und das hat ihr Leben und ihre Eindrücke vom Leben auch entscheidend geprägt. Dann kam die DDR-Zeit mit sehr strengen Lehrern in der Schule und Sarah Kirsch entwickelte eine immer größere Abscheu vor autoritären Regimen.
Nach der Wende 1989 musste sie dann aus den Stasi-Akten erfahren, dass man sie jahrelang bespitzelt hat, was ihr Misstrauen gegenüber den Menschen auch größer gemacht hat. Sarah Kirsch veröffentlichte ab 1960 Lyrik. Sie studierte am Johannes R. Becher Institut, das sie privat das Erbrecher Institut genannt hat, und lernte richtig professionell schreiben. Sie wurde freischaffende Schriftstellerin und veröffentlichte gemeinsam mit ihrem Mann Rainer Kirsch einen ersten Lyrikband 1965. 1967 folgte dann ihr erster eigener Gedichtband Landaufenthalt, und aus diesem Gedichtband stammt das Gedicht Bei den Stiefmütterchen. Unzählig viele Gedichtbände folgten, insgesamt über 20, über mehrere Prosabände. Mehr als 10 Prosabände hat sie veröffentlicht. Und sie wurde richtig berühmt. Sie hat sehr viele Auszeichnungen erhalten, große Auszeichnungen. Ich will nur einige davon nennen. Unter anderem 1973 den Heinrich-Heine-Preis der DDR, 1976 Petrarca-Preis, 1984 Friedrich-Hölderlin-Preis, 1996 Georg-Büchner-Preis, 1997 Annette von Droste-Hülshoff-Preis und 2005 dann noch einen Jean-Paul-Preis und. Sie hat unzählige Auszeichnungen bekommen. Und nicht zuletzt, denke ich, hat es auch eine Rolle gespielt, dass sie eben so eine mutige politische Frau gewesen ist. Zwischen 1973 und 1976 war sie Vorsitzende des DDR-Schriftstellerverbandes, hat aber 1976 eine Petition unterschrieben, wo sie sich gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns aus der DDR aussprach. Das hat ihr den Ausschluss aus der SED und aus dem Schriftstellerverband gebracht. Ein Jahr später hat man ihr den Umzug nach West-Berlin erlaubt. Sie bekam gleich darauf ein Villa Massimo-Stipendium und hat dann ab 1983 in einem alten Schulhaus in Thielen-Hemme gewohnt, lange Zeit allein mit ihrem Sohn Moritz. Noch einmal wurde sie politisch laut. Sie sollte 1992 an die Berliner Akademie der Künste berufen werden und hat das abgelehnt, weil ihrer Meinung nach sich viele Mitarbeiter der Stasi, der ehemalige Mitarbeiter der Stasi, in dieser Akademie befinden. Sarah Kirsch liegt begraben in Thielen-Hemme. Sie ist gestorben am 5. Mai 2013, also vor fast 6 Jahren. Sie hat ein sehr zurückgezogenes Leben geführt mit ihrem Sohn Moritz, den sie aus einer Beziehung mit dem Dichter Karl Mikl hatte, mit vielen Katzen. Moritz sagt, dass zum Teil 5 Katzen in ihrem Haus ein- und ausgegangen sind. Ihr privates Leben war geprägt von unglücklichen Liebesbeziehungen, von viel Kummer, viel Einsamkeit, aber eben auch von einem Standhalten gegen die Widrigkeiten des Lebens, gegen die Trauer. Als ihre Ehe mit Rainer Kirsch 1968 geschieden wurde, hat sie ihn dann immer den Prinz Herzlos genannt. Sie musste ein uneheliches Kind großziehen. Die Beziehung zu dem Dichter Christoph Meckel war unglücklich. Dann folgte eine längere, wohl glückliche Beziehung zu dem Komponisten Wolfgang von Schweinitz, aber auch sie endete mit einer Trennung. Und dann lebte sie sehr, sehr zurückgezogen auf dem Lande. Ihre Mutter kam gegen Ende des Lebens, durfte ausreisen. Zu ihrer Mutter hatte sie ein sehr inniges Verhältnis und eben zu der Pflanzenwelt und der Natur,
die sie von ihrem Arbeitszimmer eben auch genau beobachtet hat durch die Fenster. Und ihr Leben war geprägt von Schreiben, Schreiben und Schreiben, um herauszufinden, wie sie sagt, was ich hier soll auf diesem seltsamen Planeten. Ihre Werke, so heißt es, sind stark autobiografisch geprägt und es sind sehr viele traurige Liebesgedichte darunter, die aber nie wehleidig sind. Sie schauen immer nach vorwärts, sie sind nie larmoyant. Ich zitiere Sarah Kirsch: Muss man eben ein bisschen schneller gehen und dann fliegt man auch nicht auf die Schnauze. Und dann noch Glocken hinter den Ohren, das ist auch wichtig, damit es auch Spaß macht, damit man auch lachen kann. Schauen wir uns das Gedicht bei den Stiefmütterchen ein wenig genauer an. Der Inhalt, eine Geschichte wird erzählt. Eine Frau wartet auf ihren Geliebten in einem Park. So wie er es ihr gesagt hat. Der Geliebte kommt nicht und die Frau führt ein Selbstgespräch, das sich in ein Gespräch mit einem Baum, einer Weide, abzeichnet. Die Frau findet immer mehr Ausreden, warum der Geliebte nicht kommt. Er habe sich den Fuß gebrochen, er habe eine Grete verschluckt, die Straße sei plötzlich verlegt worden oder auch er komme von seiner Frau nicht weg. Man erfährt also, der Mann ist verheiratet und nicht frei. Es sind äußere Hindernisse, die sein Kommen verhindern. Und dann kommt die letzte und äußerste Konsequenz, die letzte Schlussfolgerung, er könnte ja auch tot sein, der Tod könnte sein Kommen verhindern. Und auf diese Möglichkeit folgt der letzte Vers, eine ganz überraschende Wendung, nämlich bevor diese allerschlimmste Möglichkeit wahr sein könnte, dann sollte es doch lieber so sein, dass er liebt mich nicht mehr. Das ist eine abrupte Wendung in der letzten Verszeile, die man wirklich nicht erwartet. Sie bricht mit dem sanften, märchenhaften Ton des Gedichts. Lässt das Gedicht in einer Dissonanz enden, in einem ganz klarharten Klang, der das Weiche der vorhergehenden Verse abrupt unterbricht. Bis dahin war alles Wohlklang, Idylle, Blumen, Stiefmütterchen, ein alter Baum, der eine sprechende Alte ist, wie sie im Märchen vorkommt, eine Trauerweide, die sich wiegt und knarrt, die ungekämmt ist und blattlos, eine etwas verwahrloste Greisin, die, wie sich dann herausstellen wird, nur auf den ersten Blick der Frau wohlgesonnen ist und sie eher stiefmütterlich behandelt, die sich zu weiden scheint an der Trauer der Geliebten, der Wartenden. Nach dem Motto, ich hab's doch gewusst, der kommt nicht. Und dann eben so vordergründig sagt, er sah ja blass aus, vielleicht ist er ja krank geworden, vielleicht ist er ja schon tot, so um diese Trauerweide. Sie lässt unausgesprochen, dass die eigentliche Wahrheit ist, von der sowohl die Weide weiß, als auch die Geliebte, also das alter Ego und das Ego, das wahrscheinlich gar keine Ausrede, nichts zutrifft, sondern dass dieser Mann schlicht und ergreifend die Frau nicht so liebt, dass er seine Frau verlassen würde und zu ihr stehen würde. Die Weide weidet sich an der Trauer der Frau. Und damit sind wir bei dem, was Sarah Kirsch so wunderbar beherrscht, den modernen Ton, den modernen Lyrikton. In der modernen Lyrik verweisen Worte auf Worte. Der außersprachliche Bereich der Worte tritt in die zweite Reihe. Stiefmütterchen sind dann eben nicht nur Blumen, die man vor allem auch auf Gräber pflanzt, sondern da kommt dann auch diese Assoziation Stiefmutter, die im Märchen eigentlich immer eine böse Frau ist. Und eine Weide ist sicher eine Trauerweide,
aber auch eben etwas, was sich weidet am Elend der anderen. Bei dem Park denkt man als lyrikbewusste Literaturwissenschaftlerin des 20. Jahrhunderts natürlich an ein Gedicht von Stefan George. Komm in den totgesagten Park und schau, wie er eben doch lebendig ist. Und genau das trifft ja dann auch auf die Wartende zu, die in einem Park steht und um sich schaut und Stiefmütterchen sieht und eine lebende Weide trifft. Schauen wir uns die Ausreden etwas genauer an. Er könnte sich den Fuß gebrochen haben. Das ist nun etwas Außergewöhnliches. Eigentlich würde man zuerst mal sagen, er habe sich das Bein gebrochen. Aber wenn man sich das Bein bricht, dann denkt man auch an Hals- und Beinbruch. Und das wäre ein etwas Positives, was nicht zu dem Ton des Gedichtes passt. Bei dem Fuß muss man natürlich auch an den Versfuß denken. Vielleicht handelt es sich ja bei dem Geliebten auch um einen Dichter, der Probleme mit einem Vers hat und deshalb nicht kommen kann. Wer eine Grete im Hals hat, der hat sie verschluckt. Etwas ist ihm in den falschen Hals geraten. Vielleicht ist etwas Falsches gesagt worden zwischen den beiden, dem Geliebten und der Geliebten. Vielleicht hat es den Unmut des Geliebten hervorgerufen und deswegen ist er nicht gekommen. Die Straße wurde plötzlich verlegt. Dieses plötzliche Verlegen, dieses absurde plötzliche Verlegen einer Straße. Man verlegt eine Straße nicht plötzlich. Das ist eine planvolle Geschichte, die lange, lange angekündigt wird. Diese Plötzlichkeit eines absurden Geschehens wird angedeutet dadurch, dass nach dem Wort Straße ein Enjambement erfolgt und der Rest des Satzes in die nächste Zeile verlegt wird. Er konnte seiner Frau nicht entkommen. Das Wort entkommen, das wendet man in der Regel nicht auf Ehenfrauen an, sondern auf Monster. Und da fragt man sich natürlich, wer hat diese Assoziation eingeführt in den Dialog? War es der Ehemann, der von seiner Frau wie von einem Monster gesprochen hat? Oder ist es die Geliebte selbst, die die Frau zu einem Monster macht? Dafür würde zum Beispiel vielleicht auch sprechen, dass sie in der nächsten Zeile davon spricht, viele Dinge hindern uns Menschen. Da wird die Ehefrau auf einmal zu einem Ding herabgewürdigt. Und dann kommt eine ganz seltsame Formulierung. Als er dich untern Mantel küsste, so sagt die Weide, sah, habe er blass ausgesehen. Das ist eine ganz seltsame Formulierung. Erstens einmal, es heißt nicht unterm Mantel, was eine Ortsangabe wäre, sondern eine aktive Bewegung wird ausgedrückt. Er küsst sie unter den Mantel. Das ist sehr seltsam. Und bei dem Wort Mantel schwingen nun eine ganze Fülle von Assoziationen mit, die wie Obertöne diesen Tonmantel umgeben und ihn füllen mit Assoziationen, die in diesem Gedicht verborgen sind. Der Mantel der Verschwiegenheit, des Schweigens, so sagt man. Man legt, etwas darf nicht ans Licht kommen, man legt den Mantel des Verschweigens darüber. Auch den Mantel des Vergessens gibt es. Man bemäntelt etwas, man verhüllt etwas, verdeckt einen Sachverhalt, um ihn zu beschönigen. Man hängt sein Mäntelchen in den Wind, man ist wankelmütig. Dann gibt es noch den Ausdruck Mantelkind. Ein Mantelkind ist ein unehelich geborenes Kind, das legitimiert wird, das man unter den Mantel nimmt. Und dann gibt es natürlich noch die Schutzmantel-Madonna. So sieht die Frau ja aus. Sie muss einen großen Mantel gehabt haben. Er hat sie unter den Mantel geküsst. Und da denkt man, assoziiert man die Mutter Maria,
die Mutter Jesus, die schützt und behütet und alles unter ihrem Mantel verdeckt. Und da ist er wieder dieser sanfte Ton, auch das Demütige, der christliche Verzicht, die christliche Aufopferung und Opferhaltung. Dem gegenüber steht auch diese letzte Zeile, die eben auch so etwas wie ein äußerstes Opfer auszudrücken scheint, ehe man das Schlimmste von einem geliebten Menschen zu denken vermag, richtet sich die ganze Aggression gegen einen selber und man macht sich selber, man verletzt sich selber und sagt, er hat mich einfach nicht geliebt. Das ist eine sehr, sehr verletzende Aussage, die man machen kann über sich selbst. Dieses Gedicht wurde Mitte der 60er geschrieben und kurze Zeit später brach zumindest im Westen eine feministische Bewegung los, die dann ab den 70er Jahren zum Beispiel sich mit dem Namen Alice Schwarzer verknüpfte und in der das Motto aufkam, wir müssen unsere eigenen Bedürfnisse als Frauen endlich, wir müssen dafür einen Platz finden. Das bewirkte, dass manche feministisch eingestellten Frauen Probleme hatten mit diesem Gedicht und vor allem mit dieser letzten Zeile. Eine namhafte westdeutsche Schriftstellerin konnte mit dieser letzten Zeile Sarah in diesem Gedicht gar nichts anfangen und hat sich viele Gedanken darüber gemacht und Schlussfolgerungen gezogen, die sehr bezeichnend sind für diese Frauenbewegung. Sie wusste, dass Sarah Kirsch eine starke, politisch mutige Frau ist, aber zu dieser Haltung wollte eben dieser letzte Vers nicht passen. Und was nicht sein darf, kann nicht sein. Also war die Schlussfolgerung, wer so selbstlos lieben kann, muss sehr selbstbewusst sein. Traurig und trotzig sei die Haltung dieses weiblichen lyrischen Ichs. Und die Schlussfolgerung, ehe die Weide zum dritten Male knarrt, hat die Frau den Bann gebrochen und ist auf und davon gegangen. Selbstbewusst, mutig, genau. Ist das, und ich frage mich, ob diese Interpretation stimmt. Ist es wirklich das Gedicht einer Feministin, einer, die so diese Trennung von sich wirft und mutig und gelassen in die Zukunft schaut? Das leuchtet mir nicht ganz ein. Für mich ist diese letzte Zeile wirklich, sind das Worte einer Verzichtenden. Sie sind für mich sehr autoaggressiv. Statt den Mann zu beschimpfen, was für mich persönlich die normale Reaktion wäre, wütend zu werden, aggressiv zu werden, richtet man die ganzen Worte gegen sich selbst und kommt zu dem Schluss, er liebt mich nicht mehr. Und das ist nun für jemand, der liebt, ist das, denke ich, mit die schlimmste Konsequenz, die man ziehen kann. Das widerspruchslose Hinnehmen einer großen Verletzung seitens einer Person, die die eigene Liebe offensichtlich gar nicht verdient. Die letzte Zeile zeugt von einer großen Härte gegen einen selbst. Und ja, ich gebe zu, wer so hart gegen sich selbst sein kann und diese Härte überlebt, muss eine sehr starke Person sein. Sie muss glasklar denken können. Sie muss einen scharfen Verstand haben, der vor keiner Schlussfolgerung zurückscheut. Dieses Gedicht ist 1967 erschienen. Und in demselben Lyrikband gibt es auch ein Gedicht, das heißt, ich bin sehr sanft. Und eine andere Aussage von Sarah Kirsch lautet, bevor ich stürze, bin ich weiter. Mir scheint diese Ambivalenz
von äußerster Sanftheit, Opferbereitschaft, auch Demut gegenüber dem, was einem im Leben passieren kann. Einerseits Trauer, Verzweiflung, auch sich selbst verletzend und eine Schwäche. Und andererseits diesen glasklaren Verstand, diese Härte, das drückt mir diese letzte Zeile aus, diese Ambivalenz. Auch eine Härte, die eben nicht, keine Wehleidigkeit erlaubt, die nie weinerlich ist, sondern einfach auch selbstironisch bei aller Trauer, die da mitschwingt. Und gerade diese Ambivalenz, die eben uneindeutig zwischen dem einen und dem anderen hin und her schwankt, so wie die Weide sich wiegt und knarrt, kann sein, das ist für mich auch der Zauber, den dieses Gedicht von Sarah Kirsch ausmacht.